umgekehrt, dass die 68er, ohne es zu wissen, dass eine Veränderung in den Triebstrukturen, die der Kapitalismus bewirkt hat, multiple Personen hervorgebracht hat, die dann protestiert haben. Also, dass die Multiplizität dieser Subjekte, die dann stritten für irgendetwas, bereits ein Effekt der kapitalistischen Entwicklung ist. Also nicht eine, es wird ja oft gesagt, der Kapitalismus hätte quasi diese Proteste integriert oder instrumentalisiert. Und diese Schule kehrt also um und sagt, das ist keine Instrumentalisierung, sondern das Aufbegehren, dass da plötzlich Triebe sich befreien wollten, ist bereits eine Veränderung der Subjektstrukturen, die nicht in einem emanzipativen Sinn aber eine Veränderung ist, sondern eine systemerhaltende Veränderung. Das ist eben auch das, was wir sagen, als Wende vom Patriarchat wieder zurück zum Matrilinearismus. Die wahren Optimalisierung des Genießens ist nichts anderes als der Partikularismus oder die polyanimistische Struktur der Körper, die da zu verhandeln sind, gegeneinander, gegen die Monopolisierung dieser Körper. Und das ist nichts anderes als Warentauschökonomie im Sinne einer matrilinearen Revision. Die Lévi-Strauss'sche These des "Du gibst mir deine Tochter, ich gebe dir meine Tochter" ist eine patriarchale. Aber wenn alle Körper so wie die lämmischen Stuten untereinander leben und nur einmal im Jahr auf das Festland kehren, um sich den Frühlingskönig auszusuchen und im nächsten bei der nächsten Sonnenwende das Gleiche erneut, ist das so wie bei noch nativen Völkern, bei denen alljährlich immer wieder ein neuer Gatte ausgesucht wird, oder bei den Inuit oder auch Mongolenvölkern, bei denen jedes frische Blut willkommen ist im antigonischen Sinn der anderen Ordnung, bei der das Blut aufgefrischt werden soll. Das ist die Urform des Täuschtauschhandels zur Erneuerung der Genetik. Und diese Körper gehören niemandem. Ihr Genießen ist diversifiziert, polyanimistisch, ist nicht demokratisch verteilt unter anderem, aber sie ist das Eigentumsrecht des Körpers der Frau. Also ist der Kapitalismus etwas, das diese Warentauschökonomie betreibt, unter Freisetzung eines Polygamismus der Körper immer schon, und dass die Forderung nach dem Genießen, welche schließlich die neue unterjochende Totalität des Genießen müssens gipfelt im heutigen Sinne, ist ein Effekt, dass diese kapitalistische Wende des Konsumzwangs erst diese Subjekte hervorgebracht hat, die nun glauben, Triebbefreiung oder Genießensbefreiung zu erleben, indem sie sich diesem Genießenszwang unterworfen haben. Die 68er-Bewegung ist also eine Reaktion auf den Zweiten Weltkrieg, und zwar eine libertinagären Ordnung der monopolisierten Substanz hin zu einer Genießensubstanzerweiterung, so wie das heute die Warenmärkte im Sinne der Globalisierung machen oder wie das Bankensystem macht, bei denen alles arbitrarisiert wird im großen Metonymie, Wechselwandel, Wiesel, Spiel eines großen Tanzreigens.